Wir treten ein in eine Zeit des Advents, eine Zeit der Heiligung. Die Ostkirche sieht darin auch eine Zeit der besonderen Vorbereitung durch Fasten und Gebet. Das ist vielleicht uns ein wenig verloren gegangen. Viele Texte, die wir in diesen Tagen lesen, erinnern uns an eine zweifache Ankunft Jesu Christi, nämlich vor 2000 Jahren und am Ende der Zeiten. Der heilige Bernhard spricht von einer dreifachen Ankunft und will im Grunde das Kommen Jesu in das eigene Leben tagtäglich aktualisieren, dass wir nicht in den Tag hineinleben, sondern wirklich ihn erwarten und ihn aufnehmen, wenn er an unsere Tür klopft. Aber vielleicht ist es auch manchmal bei uns so, wie wir es dann in den apokalyptischen Texten hören, auch im morgigen Sonntagsevangelium, dass die Menschen vor Angst vergehen, wenn Zeichen seines Kommens sich andeuten. Solche apokalyptischen Zeichen erleben wir immer wieder, auch in unserer Zeit. Nicht zuletzt auch die Pandemie ist für viele Menschen ein apokalyptisches Zeichen. Ein Zeichen, wo Gott anklopft, ob wir bereit sind, ihm zu öffnen, wenn er will, dass wir aufbrechen. Und so wollen wir gerade in diesen Tagen das Wort des Herrn ernst nehmen. Dann richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Haben wir keine Angst, sondern eine tiefe Freude im Herrn, dass er zu uns kommt, als Kind in der Krippe, als derjenige, der am Ende wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, aber auch jeden Tag in unser persönliches Leben. Und wenn er dann anklopft und uns ruft, dann denken wir daran, dass er derjenige ist, der auch in unser Herz Einpass haben möchte. Dass wir uns nicht verschließen. Damit das geschieht, ist es vor allem notwendig, auch den Brüdern und den Schwestern in dieser besonderen Zeit der Ankunft anzunehmen, ihnen zu verzeihen, selber um die Barmherzigkeit zu bitten, damit wir Menschen sind, die aus seinem Erbarmen leben.